Es ist wieder Sommer und auch wir Männer brauchen im Sommer so ein paar Essentials, um den Sommer so ein bisschen besser zu überstehen. Und über genau diese Essentials spreche ich heute in diesem Video. Selbstverständlich verlinke ich euch alle Summer Essentials, über die ich heute in diesem Video spreche, unten in der Box. Schaut da gerne vorbei, falls ihr eines dieser Summer Essentials benötigt. Und wir starten direkt mit Essential Number One. Essential Number One ist eine Kopfbedeckung. Ein Hut, eine Mütze, eine Cap, was auch immer ihr als Kopfbedeckung nehmen möchtet. Ich persönlich bin zum Beispiel nicht so der Hut- oder Kopfbedeckung-Typ. Nichtsdestotrotz macht es tatsächlich im Sommer natürlich Sinn, irgendeine Art von Kopfbedeckung zu tragen. Gerade auch dann, wenn man vielleicht viel draußen ist, viel am Strand liegt, sollte man sich auf jeden Fall irgendeine Kopfbedeckung mitnehmen, um sich einfach passend zu schützen. Zweitens, same shit, different piece, und zwar eine Sonnenbrille. Brauchen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Im Sommer müssen wir unsere Augen einfach schützen und meine Empfehlung da an dieser Stelle, benutzt einfach oder kauft euch einfach eine hochwertige Sonnenbrille, die wirklich gut ist, anstatt mehrere Modesonnenbrillen. Denn ihr wollt ja eure Augen auch wirklich schützen und da ist meine Empfehlung, wirklich nur eine zu haben und eine zu besitzen und die gut ist, ja, anstatt mehrere, die so eine minderwertige Qualität haben. Und wichtig bei einer Sonnenbrille, sucht euch natürlich auch eine Brille aus, die zu eurem Style passt, als auch zu eurer Kopfform, denn dann tragt ihr so eine Sonnenbrille auch ganz sicher über mehrere Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte. Essential Nummer 3. Hier geht es wieder um Sonne und zwar die Sonnencreme. Leute, ihr wisst es vielleicht, UV-Licht ist der Number One Grund für Falten. Deshalb cremt euch auf jeden Fall ein im Sommer. Nicht nur im Sommer, auch sonst ist es sinnvoll, auf jeden Fall eine Creme aufzutragen, die ein LSV inne hat. Aber gerade im Sommer, achtet darauf, dass ihr auch eine Sonnencreme nutzt, die einfach auch einen gewissen Lichtschutzfaktor hat. Gerade zum Beispiel Sonnencreme fürs Gesicht, da würde ich euch empfehlen, im Hochsommer vielleicht auch eine Sonnencreme mit einem Lichtschutzfaktor 50 zu nehmen und für den Rest des Körpers zum Beispiel 30, damit ihr einfach auch, ja, hier variiert. Denn ihr wisst ja, die Haut im Gesicht ist empfindlicher als die Haut an zum Beispiel anderen Körperstellen. Und Leute, wenn euch das Argument mit den Falten nicht genug ist, Leute, es gibt ja auch Krankheiten, ja, denkt zum Beispiel an Hautkrebs. Wenn ihr euch passend schützt, ja, dann mindert ihr dementsprechend auch das Risiko, irgendwelche Krankheiten zu bekommen. Und auch die Leute, die zum Beispiel sehr empfindliche Haut haben, wie zum Beispiel ich hier, ja, auch ich muss mich eincremen, wenn ich im Schatten liege. Also Leute, denkt bitte dran, auf jeden Fall die Sonnencreme zu verwenden. Essential Nummer 4 sind Sandalen. Ja Leute, ihr habt richtig gehört, die Sandalen sind auch in der Männermode-Welt Gott sei Dank angekommen. Denn es macht gar keinen Sinn, bei 35 bis 40 Grad sich in irgendwelche Sneaker reinzuquetschen und dann auch irgendwelche Füßlinge anzuhaben oder Invisibles. Dann ist es viel angenehmer, einfach Sandalen zu tragen. Ich habe übrigens auch zum Thema Sandalen / Latschen Video gemacht. Schaut euch das gerne mal an. Ich verlinke euch das hier oben an dieser Stelle. Grundsätzlich gibt es nämlich auch echt sehr, sehr hochwertige Sandalen. Wenn du zum Beispiel eine Chino anhast mit einem Hemd und dazu eine schöne Ledersandale, das sieht auch wirklich hochwertig aus. Und damit kannst du zum Beispiel auch abends zum Dinner rausgehen. Fünftens, sprechen wir darüber, was ich hier gerade anhabe. Und das ist ein Leinenhemd. Viele Männer greifen im Sommer natürlich auf Hemden zurück, aber ich sehe immer wieder Männer, die keine Leinenhemden haben. Und warum nicht? Das verstehe ich nicht. Weil Leinenhemden kühlen halt auf der Haut. Und es sollte auf jeden Fall im Sommer auf Leinenhemden zurückgegriffen werden, beziehungsweise du solltest auf jeden Fall als Mann so ein Leinenhemd im Kleiderschrank haben. Nicht nur aus dem Grund, weil man es halt super kombinieren kann, sondern weil es auch einfach super angenehm ist, so ein Leinenhemd im Sommer zu tragen. Auch dann, wenn es ein bisschen wärmer ist. Heißt, du solltest auf jeden Fall deine Garderobe aufstocken mit einem Leinenhemd, falls du an dieser Stelle noch keins im Kleiderschrank hast. Das nächste Essential ist ein Essential, was jeder Mann von uns benötigt, und zwar eine Badeshorts. Ich habe dazu auch gerade erst ein Video gemacht, verlinke ich euch hier oben an dieser Stelle. Schaut euch das gerne mal an. Ich habe die Badeshorts einfach in verschiedene Kategorien sortiert, ja, sofern es möglich war, und sprecht einfach über die Top-Badeshorts für Männer. Grundsätzlich würde ich euch erstmal empfehlen, auf jeden Fall zwei Badeshorts im Kleiderschrank zu haben. Das heißt, wenn du zum Beispiel gerade frisch aus dem Baggersee kommst oder frisch aus dem Meer kommst, dass du einfach eine Badeshorts zum Wechseln hast. Man muss nicht übertreiben mit den Badeshorts, aber auch hier, ja, muss man ja auch nicht irgendwas anziehen, sondern zieht euch einfach mal das Video rein und dann seid ihr sicherlich gut ausgestattet, was das Thema Badeshorts angeht. Und last but not least, Leute, wollen wir Männer im Sommer natürlich auch passend riechen. Dementsprechend sollte ein cooler Sommerduft, ein cooler, frischer Sommerduft auf jeden Fall bei uns nicht fehlen. Es gibt da eine riesengroße Auswahl an verschiedenen Sommerdüften. Ich denke mal, da werdet ihr auf jeden Fall fündig werden. Falls nicht, schaut euch einfach mal das Video an zum Thema Sommerdüfte. Verlinke ich euch auch entsprechend in der Infocard. Kleiner Tipp noch für die Sommerdüfte. Es macht auf jeden Fall Sinn, im Sommer einfach so einen kleineren Flakon auszuwählen, da man im Sommer meistens natürlich auch etwas mehr unterwegs ist, vielleicht auf Reisen ist. Von daher könnt ihr mal schauen, dass ihr im Sommer einen Sommerduft in einem etwas kleineren Flakon bekommt. Und Leute, schreibt mal gerne in die Kommentare rein, ob ihr persönlich noch irgendein Summer Essential habt, ja, auf das ihr im Sommer auf gar keinen Fall verzichten möchtet. Ich bin sehr gespannt, was ihr hier schreiben werdet. Wünsche euch auf diesem Wege einen wundervollen Sommer. Genießt die Zeit. Macht's gut. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.